Gehen wir weiter zur Berechnung der Umschlagszahlen. Starten wir mit der Berechnung der Lagerumschlagshäufigkeit und der Lagerumschlagsdauer. Wenn Sie wollen, können Sie hier gerne wieder auf Pause drücken oder gleich mit mir weitergehen. Die Berechnung der Lagerumschlagshäufigkeit wird berechnet, indem der Wareneinsatz durch das Durchschnittslager dividiert wird. Zuerst brauchen wir mal den Wareneinsatz. Den Wareneinsatz finden wir in der Gewinn- und Verlustrechnung hier, weil wir beim Jahre 2008 oder das Beispiel im Jahre 2018 rechnen, sehen wir hier die 1800. Und das müssen wir dann dividieren durch das Durchschnittslager. Und das Durchschnittslager berechnen wir, indem wir den Anfangsbestand plus den Endbestand des Warenvorrats summieren, also die 344 plus die 326 und dann durch 2 dividieren. So kommen wir dann auf das Durchschnittslager. Und diese 1800 durch das Durchschnittslager ergibt dann einen Wert von 5,4. Das bedeutet nichts anderes, wie dass unsere Warenvorräte 5,4 Mal im Jahr einfach ausgetauscht werden. Und wenn wir uns dann anschauen, noch die Lagerumschlagsdauer, diese wird berechnet, indem man die Anzahl der Tage eines Jahres, also 365, durch die soeben berechnete Lagerumschlagshäufigkeit dividiert. Und dann kommen wir auf 68 Tage und bedeutet nichts anderes, wie dass unsere Warenvorräte so quasi alle 68 Tage ausgetauscht werden, weil sie eben wieder verkauft wurden oder weil sie eben verbraucht wurden. Ja, soviel zum Lagerumschlagshäufigkeit und Lagerdauer.